Was ihr hier so chaotisch auf meiner Bastelecke liegen seht, das ist eine RGB-LED-Leuchte von Tekin. Tekin mag euch jetzt nichts sagen, allerdings steckt dahinter Tuya. Und Tuya ist einer der größten Smart-Home-Hersteller, vermutlich weltweit. Zum Beispiel, wenn man was von Lidl kauft, im Smart-Home-Bereich hat man sehr wahrscheinlich ein Tuya-Gerät gekauft. Ich werde jetzt hier kein übliches Smart-Home-Video machen und euch ein paar tolle Effekte zeigen. Ja gut, die zeige ich euch auch. Aber ich möchte mal darüber reden, wie man das Ding im Smart-Home ansteuern kann und ob das geeignet ist, mit einer Software zu betreiben, wie zum Beispiel Home Assistant. Los geht's nach dem Intro. So, also ich mache mal ein bisschen hier das Chaos auseinander, damit wir auch wissen, worüber wir hier reden. Diese Lichtleiste hier von Tekin hört auf den Namen SL08. Die ist hier so ein bisschen beschichtet, wie man sehen kann. Also die ist wasserdicht und darauf sitzen dann eben diese LEDs, die dann farbig leuchten können. Ist halt RGB-LED. So, wie kann ich das Ganze ansteuern? Und hier gibt es eigentlich drei Möglichkeiten dafür. Es ist eine Fernbedienung mitgeliefert, die hier unten schon mal die Grundfarben drauf hat und ich kann auch so ein paar Modi auswählen. Diese Fernbedienung, die funktioniert ganz klassisch über Infrarot und das Netzteil hier oder ja die Steuereinheit oder wie man es auch immer nennen möchte, die hat hier so einen kleinen Infrarotempfänger dabei. Und wenn ich den jetzt ansteuere, können wir ja mal anmachen, schaltet sich das Teil ein. Ja, ich kann jetzt hier verschiedene Dinge auswählen, also ich kann jetzt hier die Farben ändern, ich kann aber auch irgendeinen Modi einstellen, was aber relativ umständlich mit der Fernbedienung ist, weil ich hier einfach nur Modi Plus und Minus habe und dann damit eigentlich gar nicht weiß, was ich hier gerade ansteuere. Gut, lassen wir das Ganze mal, ich schalte das Ganze mal aus. Gut zu wissen ist übrigens auch, hier drin ist ein Mikrofon versteckt, also hier bekommt Zimmerwanze nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das hat aber im Grunde nur den Sinn, dass es Musik abspielen kann, beziehungsweise auf die Musik mit den Leuchteffekten reagieren kann. Das ist hier oben zum Beispiel, ich vermute mal, das müsste damit dann, also erstmal anmachen, dann auf Musik umstellen. Und jetzt müsste es an, nach meiner Stimme quasi leuchten. Und das tut es auch, ich bin mal still. Ja, sieht man. Also, der hört jetzt irgendwelche Geräusche und dann fängt er einfach das Leuchten an. Habe ich auch schon gesehen. Vielleicht zeige ich das nachher nochmal im Detail. Aber hier ist auf jeden Fall ein Mikrofon verbaut. Ich dachte erst, der nutzt vielleicht irgendwie das Smartphone-Mikrofon über die App. Stimmt aber nicht. Der hat selbst ein Mikrofon verbaut und kann halt zuhören. Ja, ist ein bisschen überempfindlich gerade. Naja, okay. Also, das hätten wir schon mal geklärt. Das ist auch ein toller Effekt jetzt fürs Video. Einfach meine Stimme damit zu visualisieren. Das ist die eine Bedienphilosophie. Die andere ist natürlich, dieses ja, Steuerteil selbst zu bedienen. Hier gibt es eine Taste für An und Aus. Hier gibt es auch scheinbar eine Taste für Helligkeit. Ich habe nicht so ganz durchblickt, wie diese Teile funktionieren. Hier kann ich auch das Mikrofon vielleicht ein- oder ausschalten oder wahrscheinlich den Musikmodus starten. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ist umständlich damit zu steuern und ja, macht auch wenig Sinn, wenn man ohnehin eine Fernbedienung hat bzw. eine App. Und mit App wären wir dann schon bei der nächsten Steuerungsmethode, ja, die Smartphone-App. Die App-Steuerung selbst kann erfolgen über die mitgelieferte Smart Life-App. Das ist im Prinzip die Tuya-App. Dort kann ich die Geräte einfügen und kann verschiedene Dinge steuern. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf und dann bekomme ich hier oben die Möglichkeit, zum Beispiel White ist dann wahrscheinlich einfach genau das Licht. Da kann ich verschiedene normale Weißtöne auswählen, kann die Helligkeit steuern. Und kannst es mir so ein bisschen heller machen mit der LED-Leiste. Die andere Möglichkeit ist halt einen festen, ja, Color hier zu vergeben, also eine Farbe festzulegen. Und hier habe ich dann wieder auch verschiedene Parameter, die ich einstellen kann. Zum Beispiel die Sättigung hier unten. Und entsprechend leuchtet das Teil dann. Sehr positiv hervorzuheben ist hier, dass ich das Ganze steuern kann aus dem Heimnetz heraus und die Tuya Cloud-Anbindung nur optional ist. Angeblich soll es dann mehr Funktionen geben, die habe ich aber nie ausprobiert, weil ich meine smarten Geräte nicht in die Cloud schalten möchte. Also das heißt, wir haben jetzt alle drei Steuerungsmöglichkeiten. Dieses Hardware-Teil hier, das mit einfach an dem Gerät dran ist. Ja, dann diese Infrarotsteuerung per Fernbedienung und die App. Naja, aber ich möchte jetzt ja meine ganzen smarten Geräte aus einer einzigen App heraussteuern. Ich habe ja von AVM zum Beispiel noch Geräte und die lassen sich ja natürlich nicht mit der Tuya-App steuern. Also was brauche ich dann?
naja, Home Assistant oder was ähnliches. Und Home Assistant ist auch in der Lage, das zu steuern. Ich zeige euch jetzt mal kurz das Ergebnis. Also hier ist jetzt die Home Assistant App zu sehen. Und hier kann ich halt verschiedene Dinge einstellen. Ich gehe mal hier runter, LED Stripe. Hier kann ich die Farbe einstellen. Das funktioniert soweit ganz gut. Ich kann die Temperatur einstellen. Was ich nicht kann allerdings, ist einen Effekt festzulegen. Da bastel ich gerade noch dran, ob es dafür eine Lösung gibt. Das kommt dann eventuell in die Videobeschreibung. Aber wie komme ich dahin, das in meinem Heimnetz steuern zu können? Wer Home Assistant hat und bei den Integrationen schaut, der wird dort die Integration von Tuya finden. Die hat aber den entscheidenden Nachteil, dass diese das Heimnetz verlässt. Das heißt, ich brauche einen Account bei der Tuya Cloud. Und das Ganze verbindet sich dann online. Also mein Home Assistant telefoniert zu der Tuya Cloud und erzählt dann der Tuya Cloud, was in meinem Heimnetz passieren soll mit den Tuya-Geräten. Genau das hätte ich ja gerne verhindert und deshalb habe ich mir die App Local Tuya angeschaut. Die App Local Tuya wiederum stellt sicher, dass keine Pakete mein Heimnetz verlassen und die Kommunikation im Heimnetz bleibt. Bei Local Tuya muss man aber sagen, diese Integration ist nicht Teil des offiziellen Add-on-Repositories von Home Assistant und muss separat auf GitHub heruntergeladen werden. Die Installation ist ziemlich einfach, es sei euch aber gesagt, dass es Probleme geben kann mit dem Browser-Cache. Wenn ihr also nach der Installation nicht die Integration seht, dann startet mal den Inkognito-Modus oder öffnet euren Browser einfach neu. Aber selbst dann, wenn man diese Integration nutzt, wird man mit einem Bildschirm begrüßt, bei dem man erstmal Dinge einstellen muss. Dieser Bildschirm war für mich persönlich erstmal unverständlich, bis ich dann wieder auf GitHub eine Liste gefunden habe, wie das Ganze einzustellen ist. Das Ganze verlinke ich euch jetzt in der Videobeschreibung, falls ihr auch in den Genuss kommt, dieses Teil mal konfigurieren zu wollen. Ich werde in der Videobeschreibung ein paar Schritte zusammenfassen oder ein paar nützliche Links geben, damit es euch gelingt, das Ganze vernünftig in Home Assistant zu integrieren. Besonders viel Spaß macht das Ganze halt nicht, weil es eine ganz schöne Bastelei ist. Es sei auch gesagt, dass das Ganze hier nicht mit Tasmuta kompatibel ist. Hier wurde irgendein Backend-Chip verbaut und der funktioniert wiederum nicht mit Tasmuta. Man braucht also Tuya, damit das Ganze hier funktioniert. Das Ganze funktioniert auch nicht über Zigbee, sondern die Anbindung funktioniert über WLAN. Mich hätte Zigbee irgendwie mehr gefreut, aber ja gut, mit dem kann ich jetzt auch so leben natürlich. An der Stelle danke ich fürs Zuschauen und würde in den Kommentaren gerne mal wissen, was ihr davon haltet, dass diese ganzen Geräte immer über eine Cloud betrieben werden müssen. Bin ich da allein mit der Auffassung, dass ich das lieber im Heimnetz habe? Oder sagt ihr, ich möchte von außen an mein Smart Home auch steuern können und das ist es mir wert, dass ich eben eine Cloud-Anbindung benötige?